Niederlassung. Das Wort klingt erst einmal sehr formell und bürokratisch. Dabei steckt etwas sehr Emotionales dahinter. Nur wo ich mich wohlfühle, wo ich etwas mitgestalten und entwickeln kann, dort lasse ich mich gerne nieder. Im Jahr 1916 kamen die Salesianer Don Boscos nach Deutschland und eröffneten ihre erste Niederlassung hier in Würzburg. Nicht genau an diesem Ort, aber nicht weit von hier entfernt. Genauso wie das Caritas Don Bosco Bildungszentrum hier in Würzburg, so ist auch die Anzahl der Niederlassungen in der deutschen Provinz der Salesianer Don Boscos im Laufe der Jahre gewachsen. Heute gehören etwa 30 Standorte zur Provinz, darunter auch eine in der deutschsprachigen Schweiz und eine in der Türkei. Und alle haben ein gemeinsames Anliegen. Sie wollen Orte sein, an denen man sich wohl und geborgen fühlt, an denen man sich eine Zeit lang niederlassen will. Und das gilt nicht nur für die Ordensmänner, sondern ganz besonders für die jungen Menschen in unseren Einrichtungen. Und für jeden und jede, die zu uns kommt, gilt: Schön, dass du da bist.